Hallo und herzlich willkommen auf loretta.de. In diesem Video seht ihr einige Aufgaben zur Kettenregel, die ihr im vorangegangenen Video gesehen habt. Und zwar, wenn wir uns zum Beispiel die Funktion anschauen, Sinus x ins Quadrat, die hatten wir ja vorhin in einem anderen Video zur Produktregel auch schon. Wir können jetzt gleich mal sehen, ob da das gleiche Ergebnis rauskommt, wenn wir es mit der Kettenregel lösen. Wir haben hier eine innere Funktion, nämlich Sinus x, die steht innen. Das heißt, wir schreiben v von x gleich Sinus x. Und wir haben hier eine äußere Funktion. Ja, was steht außen rum? Das ist gerade das Innere ins Quadrat. Das heißt, u von v ist gerade das Innere, das ist v ins Quadrat. Jetzt leiten wir das ab. Beides abgeleitet, v' von x. Sinus abgeleitet ist Cosinus. Und u von v abgeleitet, v Quadrat abgeleitet ist 2v. Das heißt, u' von x ist 2v. Nun, die Kettenregel besagt ja, dass f' von x einfach v' mal u' ist. Setzt ihr das ein, v' von x ist Cosinus x mal u' ist 2v. Setzen wir das weiter ein, ist Cosinus x mal 2 mal, und was ist v? Gerade Sinus x. Schön ausgeschrieben, es ist 2 Sinus x Cosinus x. Was wir auch in dem anderen Video gesehen haben. Also kann man das auch mit der Kettenregel korrekt lösen. Wie sieht es aus mit der zweiten Funktion? Hier haben wir eine Funktion 1 durch x² plus 2x plus 1. Nun, das ist ein bisschen schwieriger, weil wir hier einen Bruch stehen haben, den wir nicht so einfach lösen können, aber auch hier hilft die Kettenregel. Denn wenn wir uns jetzt v von x als innere Funktion vorstellen, als das, was hier im Nenner steht, nämlich x² plus 2x plus 1, dann können wir sagen, dass die äußere Funktion u von v gerade 1 durch v ist, weil v steht ja gerade hier unten. Von 1 durch v wiederum können wir ableiten, weil 1 durch v ist ja gerade v hoch minus 1 und damit ein Polynom. So, wenn wir das jetzt weiter ableiten, v von x, x abgeleitet ist 2x, 2 abgeleitet ist 2, 1 abgeleitet fällt weg und u von v, v hoch minus 1, das minus 1 kommt nach vorne, also einfach minus, und hier 1 geringer, von minus 1 1 weniger ist minus 2, also v hoch minus 2. Können wir jetzt auch noch umschreiben in minus 1 durch v². Und jetzt können wir die Kettenregel anwenden, g' von x, u' mal v', v' ist 2x plus 2 und u' ist minus 1 durch v². Setzen wir das weiter ein, 2x plus 2 mal minus 1 durch, was ist v, steht hier oben, x² plus 2x plus 1, das Ganze ins Quadrat, weil hier 1 durch v² steht. Zusammengefasst könnte man schreiben, minus 2x plus 2 durch x² plus 2x plus 1 ins Quadrat. Das ist also die Ableitung der Funktion g von x. Schauen wir als letztes noch eine Funktion an, die die e-Funktion mit einer trigonometrischen Funktion verbindet, nämlich e hoch Sinus x. Hier ist die innere Funktion v von x, die steht hier zwar nicht innen, aber sie steht oben in den Exponenten, nämlich Sinus x. Denn wenn wir das so bestimmen, dass das Sinus die innere Funktion ist, dann können wir nämlich gerade sagen, die äußere Funktion ist e hoch v. Ja, e hoch Sinus x ist ja gerade e hoch v. Bestimmen wir die Ableitung h' von x mit v' mal u'. V' leiten wir ab. Sinus abgeleitet ist Cosinus x. Und e hoch v abgeleitet, ja, das bleibt e hoch v, weil die e-Funktion abgeleitet unverändert bleibt. Das heißt, hier steht v' Cosinus x also mal u' mal e hoch v also. Setzen wir das v ein, das v steht hier, ist Sinus x. Das heißt, es steht da Cosinus x mal e hoch Sinus x. Und das ist die Ableitung unserer Funktion. Schaut mal wieder auf der Homepage loretta.de vorbei, könnt ihr weitere Aufgaben zur Ableitung sehen. Danke.